noch als Rolling Singer ohne Sound. World of Eye Productions proudly presents. Der Top 25 Los Angeles-Gags of all time bisher. Nach einer spontanen Idee von Herr Rodes wurde von Robin diese subjektive Liste erstellt. Viel Spaß! Time to say goodbye. Ich liebe euch. Platz 25 hat der Trolling Singer geschafft, die auf einem Postauto hinten wegfährt. Ja, wo ich mir ehrlich gesagt denke, Alter, nicht, dass der da runterkippt. Also ich hätte das wahrscheinlich nicht gemacht. Also doch, hätte ich ehrlich schon mal gemacht. Jetzt gibt doch mal deep Insights und ich war doch nicht dabei. Na gut, aber das ist ja... Ja, na gut, das ist ja jetzt kein Insight. Das ist jetzt so stellvertretend für alle Trolling Singer Videos. Und das ist ein geiles Outro vom Trolling Singer 5 gewesen. Okay. Und das ist geil. Ja. Weil der Typ... Das ahnt man vielleicht nicht, wenn man den Clip sieht, aber der Typ wusste. Der Typ wusste nicht, dass Kalle da hinten drauf steht. Und das ist. Ich bin der Postbote, ich bringe die Pakete. Singt er da wahrscheinlich? Nein, er singt Time to Say Goodbye, weil es das Outro vom Video ist. Echt gut. Ja, im Endeffekt weiß der Fahrer das gar nicht, dass er hinten drauf steht. Und wenn er dann versucht, seine Pakete auszupacken, steht er einfach in Kalle. Also, ich musste... Imagine, du willst einfach nur deine unschuldigen Pakete rausräumen und da steht plötzlich so in Kalle. Ja, wie auch unten rechts diese Leute ganz fasziniert sind von diesem kleinen Schauspiel. Alter, Glänz in der wie macht man denn hier einfach, dass das sich loopt? Ernsthaft? Geh mal aus dem Vollbild raus, dann hast du mehr Sachen eingebaut. Ah, Tatsache. Geil, danke. Geil, oder? Dankeschön, das war technische Assistenz. Ja, ey, es konnte keine Top 25 geben ohne Trolling Singer, also Feierabend jetzt. Du brauchst für deinen Platz nicht rechtfertigen übrigens. Der steht einfach faktisch auf dem Auto drauf. Der steht auf dem Auto und fährt weg, das ist ein Gag. In der Tat. Man muss einer der 25 Besten. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt auch nicht die witzigsten, sondern die besten Gags. Weißt du, das ist nicht das Gleiche. Ich finde, was ein Gag gut macht, ist anyways. Halt's mal, ey. Ist eine heiße Sache auf der Spur, was Lustigkeit betrifft. Ah, das ist ein ganz altes Video. Das war einer der Videos, da war ich, glaube ich, noch gar nicht im Team, wo ich das gesehen habe. Ja, das war tatsächlich ein guter Gag. Der ist so unschuldig. Ja, der Tod einfach auch mit so einer Gartenschürze. Und ja, dieser Gag tut auch im Wesentlichen keinem weh. Ich mag ja unschuldige Gags. Und da hinten ist eigentlich der wahre Künstler, ne? Ja. Der hat es nicht zu 1 Million Abos geschafft. Assi. Ne? Zum Glück haben wir das geschafft. Einfach ein bisschen Gartenarbeit machen. Ja. Also, ich weiß, seitdem blühen die Blumen da wirklich schöner. Also ich fand es einfach gut, weil das ganze Video war das allererste, was so richtig düster war und ganz am Ende wird es halt dadurch aufgelöst und das ist schön. Das ist schön. Ist auch, glaube ich, der längste Clip von allen, die ich hier drin habe. Übrigens sieht man auch gerade diese Überblende vom Schwarz-Weißen ins Bunte, da erlebt ja auch die Musik eine Zäsur und fadet über ins Schöne. Hier sieht man noch so eine... Das ist einfach ein Gag. Und da guck mal, wie der Gag ist, dass ich hinter den so richtig aggressiv hacke. Aber ich mache ja eigentlich nur über den Blumen rum. Ja. Und die Fürchtung erleben. Ja. Ist ein Gag. Ja, in der Tat. Ja. Wir sterben gerade en masse Schelme. Aber es ist auch irgendwie, es unterbricht das Treiben nicht wirklich. Also die Stadt dahinter funktioniert auch wenn da eine absurde Szene ist. Das könnte auch sein, da macht man einen Gag vorne und auf einmal bricht die Stadt einfach zusammen, weißt du? Klappt nicht einfach Flammen aus. Ja. Na gut, nächster Platz. Hören Sie richtig auf zu den Grünen? So richtig? So richtig? So richtig. Na, weiß ich nicht. Ja? Warum? Ah, die Grünen! Die Grünen! Die Grünen! Schwitz! Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich den Witz sogar installiert habe und gesagt habe, hey, du meinst irgendwie, wir haben hier diesen toten Baum? Genau, wir waren auf dem Marktplatz und haben diesen Maibaum gefunden. Das war halt kurz nach dem 1. Mai, irgendwie 12. oder 13. oder was weiß ich. Und damit müssen wir was machen. Der liegt hier einfach so rum, der ist ja 10 Meter lang. Das ist ein Gag. Aber ich glaube zumindest, dass ich vorher gesagt habe, die Grünen sind da, weil ich ja auf dem Weg da. Dann habe ich wahrscheinlich nur gesagt, ey, können Sie diesen Baum mal retten oder irgendwie sowas in die Richtung. Genau, und hier sieht man auch das erste Beispiel von Clips, die alleine schon ein Video waren. Ja, bei Trolling Singer zum Beispiel ist ja nicht ein Einzelclip gewesen, aber das ist das ganze Video und es ist einfach ein guter Gag. Ja.
hat es nur auf die 23 geschafft, aber ist trotzdem Banger Gap. Bevor du jetzt weiterschaltest, habt ihr drüben schon reagiert? Nein. Dann haben wir als nächstes... Wir sollen ja nicht dazwischen reden und die Tür öffnen. Okay, gut. Der Fahrstuhl sein. Was? Die Tür. Ja, das wäre gut. Zu, ne? Ja, nur wegen dem Ton, damit er nicht doppelt zu hören ist. Wieso hört man den denn doppelt eigentlich? Ja. Na, einmal auf der Kamera. Oh, Alter, Robin, du sollst doch nicht auf so einen Scheiß eingehen. Wir sind die Fahrschüler. Sind wir sicher denn eigentlich? Ja. Okay. Okay. Also. Die beiden Fahrstühle. Bzw. die drei Fahrstühle. Wir drehen jetzt die perfekte Comedy-Char-Show. Ich hab das immer noch nicht so ganz verstanden. Wie geht das? So ein hässlicher Mensch. Ich will ja gar nicht zu. Ja, eben. Es ist, wenn ich auch andauernd sage, dass ich das witzig finde, ich stachel dir nur an. Ne? Das ist halt das Dumme. Oh Gott, ey. Ich finde es einfach so geil, wie das aufgeht. Und das ist so ziemlich das absurdeste Setting, was wir je in einem Fahrstuhl gemacht haben. Ah. Und, aber ich als Leiche so reagiere von wegen, warum stört denn der uns jetzt hier gerade? Das, das triggert so hart bei den Funny-Zeiten. Ja, doch. Vor allem, ich weiß nicht, wie lange hat das gedauert, das zu aufzubauen? Viel zu lange, Alter. Und da hatten wir auch echt richtig Muffensause, weil das halt so ein Aufwand war. Wir haben ja, hier, guck mal, wir haben das komplette Ding ausgekleidet. Hm. Und wäre da jetzt der Hausmeister gekommen oder so, alles wieder abbauen. Unabhängig davon, dass es alles verjährt ist, habt ihr das wieder sauber gemacht komplett? Wie in natürlich. Okay. Und die Reaktion ist so, oh, nicht schon wieder, ey, die Filme sind irgendwie scheiße. Ja, die Reaktion könnte vielleicht besser sein, aber wie gesagt, wir hatten so einen Shit da aufzubauen und der Clip an sich ist trotzdem länger. Fahrstuhl immer gut. Fahrstuhl immer gut. Nachruf, der Fahrstuhl ist nicht mehr. Vielleicht kannst du ja dazu noch ein Video machen. Ich finde es schade. So ein trauriges Fahrstuhl ist leider nicht mehr. So ein Nachrufvideo, ja. Na gut. Die Bushaltestelle. Ja, die Bushalte, natürlich. Das ist einfach nur so absurd, dass die Polizei wegen so einem Scheiß ankam. Deswegen musste das hier mit rein. Hey, was war denn da? Naja, der Busfahrer hat gesagt, hier ist ein Bekloppter und er hat da ein Klo hingestellt. Ja. Ich habe ja die Zelle aus Hannibal nachgebaut. Und da lässt man dann die Ordnungskräfte anrücken. Und die haben dann... ich glaube, die hatten ja eine Kamera gesehen. Aber warte mal, du hast jetzt nicht wieder kurz bevor der Clip outfaded nochmal das Nummernschild doch gezeigt, oder? Das ist hier schon beim letzten Video mal gelungen. Warte. Das liebe ich. Das mag ich, das passiert ja nicht. Das ist ja bei dem Video für den Otto. Hast du auch, der Clip fadet da aus, aber die Zensierung von dem Nummernschild fadete mit aus, weil dann hier EF sonst das Nummernschild super lesen können. Ja, das sind ein paar Personen des öffentlichen Lebens. Also hier auf jeden Fall die absurde Idee, die Zelle von Hannibal nachzubauen in der Bushaltestelle und das da alles hinzutragen. Ist vielleicht nicht der witzigste Moment, aber die Idee an sich fand ich so geil. Das Polizeilein, der veranrückt, ist ja schon bescheuert. Und vor allem machst du ja wirklich nichts, was nicht erlaubt ist. Du stellst Gegenstände hin, nimmst sie später wieder mit. No. Wo soll das verboten sein? Grobmüll. In der Tat. Naja, nie. Aber ja. Nun gut. Ja, hallo bei Tronimel hier. Ich glaube, Heinrich ist gerade gekommen. Hier läuft eure Kamera. Ja, genau. Huste da rein. Warum ist denn die Tür hier zu? Weil wir sonst dem Tod doppelt haben. Scheiße. Wir sind jetzt professionell. Jetzt mach an, wir müssen schon über Gags filmen. Es ist doch an. Aber die Kamera nicht. Ach so. Ich mach du. So. So. Ja. Mit Kamera. Ja. Der steht hinten auf dem Auto. Ich dachte, wir fallen so ein bisschen. Das ist nicht gefährlich, der fällt doch runter, oder nicht? Das ist zu essen. Mach die Scheißtür zu. Wir haben keinen Sound. Ja, wir auch nicht. Das hört man doch sonst auf der Kamera.
Wir haben als Rolling Singer ohne Sound. Ja, Robert hat wieder 2 Stunden lang aufgebaut. Ah, wo geht's weg? Technische Schwierigkeiten. Warum ist das, wie das ist, Alter?